Seid mir gegrüßt, wertes Publikum. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Es gehört zum guten Ton, sich bei Shows wie dieser schamlos mit seinen Weltpremieren zu brüsten. Für diese jene Fing-Show auf der Cactus haben die lieben Kollegen nur den Fehler gemacht, den ersten Slot dafür mir anzuvertrauen. Deswegen werde ich jetzt 10 Minuten über Mittelalter-Aufbau abnörden, denn ich habe brandneues, exklusives Gameplay zu Mannerlords bekommen und niemand kann mich aufhalten. Von allen Spielen des Jahres freue ich mich auf Mannerlords mit Abstand am meisten. Also habe ich hier dem Entwickler einen Berg an neuem Gameplay abgeluchst, um uns allen die Wartezeit zu verkürzen. Vor allem mit neuen Einblicken zu den Sachen, die wir damals in der Demo noch nicht spielen konnten. Den Schlachten und wie das Spiel aussieht, wenn wir mehrere Regionen und Dörfer beherrschen. Aber starten wir vielleicht mal am Anfang, die Demo ist ja auch schon wieder 1,5 Jahre her. Bei Freunden des gepflegten Mittelalteraufbaus schlug sie damals ein wie eine britische Pfeilsalve in die Rüstung eines französischen Ritters. Obwohl wir auf den ersten Blick ja auch nur mal wieder eine Siedlung aus dem Nichts bauen, wie wir es schon häufiger getan haben. Wir schaffen Unterkünfte für unsere Handvoll Bürger, sorgen für Grundbedürfnisse wie Nahrung und Feuerholz und arbeiten uns zu einer florierenden Siedlung hoch. Aber Mannerlords ist was Besonderes und das merkt man sehr schnell. An dem herrlich freien Bausystem zum Beispiel, in dem wir Wohnhäuser frei malen und sie perfekt an Straßen und andere Gebäude schmiegen. Das ist geradezu bizarr befriedigend. Komm, lass nochmal anschauen. Ah, yes. Und spielerisch relevant ist es auch. Dabei legen wir nämlich fest, wie groß der Hinterhof des Gebäudes sein soll und den können wir mit verschiedenen Erweiterungen aufrüsten. Und ein Gemüsegarten wirft halt mehr ab, je mehr Platz wir dafür eingeräumt haben. Auf Stufe 2 eröffnen sich hier dann aber auch weniger primitive Optionen und wir können Handwerkerquartiere einrichten, zum Beispiel Bogner oder Schuhmacher, und wir bewegen uns weg vom Bauerndorf hin zu einer echten Stadt. Dann werden die Bewohner des Hauses aber auch zu Handwerkern und die feinen Herrschaften weigern sich plötzlich, niedere Arbeit zu machen, was wichtig werden kann, weil Arbeitermanagement ein wichtiger Teil von Mannerlords ist. Später kann sich so ein sehr organisches Stadtbild entwickeln. Auf dem Land kultivieren die Bewohner riesige Obstgärten, am Stadtrand lassen wir auch mehr Platz für ausgedehnte Höfe, während im Stadtzentrum die Handwerker arbeiten, die nicht so viel Platz brauchen, rund um zentrale Gebäude wie Kirche und Marktplatz. Und das alles ist bei Mannerlords nicht nur spielerisch extrem detailverliebt, sondern auch optisch. Selbst wenn wir ganz nah ranzoomen und den Leuten bei ihrem Alltag zuschauen, macht das Spiel immer noch eine fantastische Figur. Bei mir auf Twitch ist einer der beliebtesten Clips bis heute, dass ich einfach nur als Lord durchs Dorf schreite. Das ist nicht mal witzig oder so, warum ist das ein Clip? Es ist halt einfach nur schön. Aber um die schönstmögliche Stadt zu kriegen, müssen wir Gebäude aufwerten und dafür ganz klassisch Bedürfnisse befriedigen. Hier sehen wir im Markt, dass das Volk mit dem Nahrungsangebot ganz zufrieden ist und weitgehend sogar luxuriös seine Hütten beheizen kann, aber aus irgendeinem Grund trotzdem gern auch noch gescheite Kleidung hätte. Das ist ein anspruchsvoller Pöbel. Aber mit Wasser, Kirchenzugang und ausreichender Versorgung an Feuerholz, Speis und Gewand geht's dann weiter auf Stufe 2 und später auch noch auf Stufe 3. Aber dann wollen sie natürlich auch mehr. Jetzt wäre dann zum Beispiel noch eine Taverne und noch mehr Nahrungsvielfalt genehm. Wir Aufbauspieler kennen das Spielchen ja. Irgendwann haben wir dann einen ganzen Haufen an Baumaterialien, Handwerksressourcen, Verbrauchsgütern und auch Waffen zu verwalten. Je weiter unsere Stadt wächst, desto mehr Entwicklungspunkte schalten wir frei, um sie zu spezialisieren. Bei Entwicklungen können wir in verschiedene Richtungen gehen, etwa nach rechts in den Handelsbaum oder nach links für mehr Ressourcen durch die Jagd. Und wir erlassen Richtlinien, dass zum Beispiel den wilden Tieren mehr Jagdgründe gelassen werden und sie sich schneller vermehren können, aber auf Kosten des Felderertrags. Und halt nur für diese Region.
Also beanspruchen wir schrittweise mehr Gebiete, die wir dann mit anderen Spezialisierungen versehen können. Idealerweise basierend auf deren jeweiligen Ressourcen und Gegebenheiten. Ergänzen können wir unsere Produktion dann mit Handel oder natürlich verschachern, was wir im Überfluss haben. Besonders wichtig ist gerade zu Beginn der Viehhandel, denn Nutztiere für Transport und Nahrungsproduktion zu importieren, macht uns das Leben deutlich leichter. Und wir tauschen bei Bedarf zwischen unseren Regionen, um alle gut versorgt zu halten. So kontrollieren wir irgendwann ein ganzes Netz aus Dörfern und Städten. Aber unser Reichtum lockt natürlich auch Neider an und will verteidigt werden, wenn zum Beispiel Banditen einfallen. Und das ist noch ein Grund für den riesigen Hype auf Mannerlords. Neben dem Aufbautiefgang legt es auch mehr Augenmerk aufs Militär als viele andere Aufbauspiele. Es hat sogar ein klein wenig was von Total War, wie wir unsere Truppen gegen den anstürmenden Feind in Formation ziehen. Wenn wir auch hier sehen, dass wir mit einem kleinen Bauerndorf noch keine riesigen Massenschlachten erwarten dürfen. Entwickler Slavic Magic hat auf Twitter selbst betont, dass er hier keinen Total War Killer bauen will und der Großteil des Spiels sich um Städtebau dreht. Und das ist ja auch gut so. Aber ein paar eindrucksvolle Schlachten verspricht der Release-Trailer dann doch. Wie gesagt, es wird kein Total War und es will auch keins sein. Aber man merkt schon, Mannerlords will den Kampfaspekt auch nicht so vernachlässigen wie im Genre manchmal üblich. Hier steckt schon Ehrgeiz dahinter. Auch was die taktischen Features angeht. Truppen haben verschiedene Haltungen und können etwa zurückweichen, um den Feind in einen Flankenangriff zu locken. Und der Einfluss von Total War ist dabei dann doch spürbar. Auch hier haben Soldaten zum Beispiel Moral und Ausdauer, die ihre Effektivität bestimmen. Die hier zum Beispiel sind so im Eimer, dass sie im Kampf kaum noch was taugen. Aber gut, brennt ja auch das ganze Dorf, also können sie vorher schon keinen so guten Job gemacht haben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass dieses Gameplay von den Entwicklern kommt und ich mit dem komplett Versagen, dass diese Banditen hier über den Marktplatz marodieren, absolut nichts zu tun habe. Aber ist doch immerhin ein schönes Symbolbild, wie Aufbau und Militär in dem Spiel verzahnt sind. Denn wir können über unterschiedliche Weisen an Truppen kommen. Es gibt Söldner anzuheuern, als Lord haben wir ein wohltrainiertes Gefolge, aber Truppen wie diese Bogenmilizen sind einfach Bürgeraufgebote, also zu den Waffen gerufene Dorfbewohner. Und was die drauf haben, speist sich aus verschiedenen Faktoren des Aufbauparts. Ihre Ausrüstung hängt davon ab, was sie halt tatsächlich zu Hause haben. Und das wiederum hängt vom Wohlstand der Familie ab und davon, wie gut wir sie versorgen. Und das sieht man dann auch tatsächlich an den Modellen, die vielfältig und unterschiedlich gut ausgestattet sind. Ihre Moral wird durch die Zufriedenheit beeinflusst und die wiederum von den Annehmlichkeiten, die wir bereitstellen. Und natürlich der Steuerlast. Aber hey, wir müssen alle unseren Teil beitragen, liebes Volk. Ihr seht schon, Mannerlords will viel. Aufbautiefgang mit mehreren Regionen, Liebe zum Detail bis ins letzte Charakter- und Gebäudemodell und interessanterer Kampf, als ihn die meisten Aufbauspiele bieten. Deswegen gab es lange Zeit auch Skepsis, ob das Spiel das alles hinkriegen kann. Aber alles, was wir bislang gespielt haben, war dann eben echt verdammt gut. Manches gab es bislang aber auch noch gar nicht für die Öffentlichkeit. Und vor allem, ob das Kampfsystem dann wirklich so gut funktioniert, finden wir erst am 26. April im Early Access raus. Ich kann's jedenfalls kaum erwarten. Und zum Abschluss sage ich nochmal Danke an Publisher Hooded Horse für dieses Gameplay-Segment und deren CEO Tim will euch auch nochmal grüßen. Hi, FYNG Audience. This is Tim from Hooded Horse. We hope you enjoyed our brand new footage and can't wait for you to play Mannerlords when it's out on April 26th. Liebe Cactus Leipzig, begrüßt bitte eure Gastgeber Ann-Kathrin Kuhls und Julius Busch. Hallo! Schönen Abend. Guten Tag, hallo. Hi. Hallo. GameStar, GamePro und mein MMO sagen herzlich willkommen zur ersten Find Your Next Game Show hier live von der Cactus aus Leipzig. Aus Leipzig? Aufregend! Ja. Ja, also ihr kennt ja Find Your Next Game vielleicht schon. Wir machen das auf dem GameStar Twitch-Kanal immer regelmäßig. Da zeigen wir euch die neuesten Spiele, wir reden mit Devs und machen eigentlich alles, was man machen kann, um coole neue Spiele zu entdecken und zu zeigen. Oder wir schleusen unsere geheimen Favoriten ein und tun so,
Als hättet ihr auch noch niemand gesehen. Das mache ich auch sehr gern. Genau. Und jetzt haben wir eine extra Show für euch, wo wir euch konzentriert coole neue Dinge zeigen. Das, was ihr schon gewohnt seid, nämlich jede Menge Trailer, Interviews und coole Reveals. Genau, wir haben ja gerade schon erstes oder neues Gameplay zu Manor Lords gesehen mit Maurice. Und dabei wird es natürlich nicht bleiben. Wir haben heute Actionspiele, Adventures, Strategiespiele, Aufbauspiele. Eine bunte Mischung, wo wirklich für jeden was dabei ist. Und wir haben sogar ein paar Weltpremieren, mit denen ihr garantiert nicht rechnet heute. So geheim. Mhm. Geheimstens. Wir haben aber auch natürlich ein Herz für Indies. Und deswegen haben wir noch eine Premiere, die direkt jetzt revealed wird, nämlich wir haben zum allerersten Mal den Fing, also Find Your Next Game Indie Award. Wie? Erzähle ich euch später noch ein bisschen dafür, aber ich sag jetzt schon mal, ihr könnt dafür abstimmen und am Ende kriegt das Spiel, was am besten abschneidet, einen Award überreicht. Wir freuen uns außerdem, heute noch ein paar Entwickler hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen, die uns direkt etwas über ihre Spiele erzählen werden. Außerdem gibt es am Ende noch eine große Mittelalter-Quizshow mit unserem Gottkaiser Maurice Weber. Praise be. Genau, aber erst kommt ja jetzt halt natürlich die Show. Und wir beginnen direkt mit Gameplay zu einem Spiel, dass man eventuell auch ein bisschen trocken finden könnte. Mats ab, bitte. Mit Dragon Ball hat sich Akira Toriyama über 4 Jahrzehnte in die Herzen unzähliger Manga- und Anime-Fans gezeichnet und sicher einige von euch auch zum Fitness- und Kampfsport animiert. Nur wenige Wochen nach seinem plötzlichen Tod können wir mit Sandland eines seiner im Westen eher weniger bekannten Werke neu kennenlernen. Und zwar nicht nur aktuell als Serie auf Disney Plus, sondern ab 25. April auch als Open-World-Action-Spiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series-Konsolen und PC. Wir konnten vor Release exklusiv mit dem Producer Keiichi Minami von Bandai Namco sprechen und ihn nicht nur über sein neues Spiel ausfragen, sondern auch über die gemeinsame Arbeit mit Toriyama. Hier haben wir für euch die 3 spannendsten Aussagen aus dem Interview. Worin unterscheidet sich das Spiel am meisten von Toriyamas Manga? Der Producer sagt, die größte Neuerung ist vor allem ein zweites Gebiet namens Forestland, das es so im Manga nicht gibt. Wir erleben also nicht nur den Start der Geschichte rund um Dämon Belzebub in der Wüste, die Geschichte geht nach dem Ende des Manga auch noch in einem zweiten großen Areal weiter. Laut Keishu soll es zudem noch eine Menge neuer Fahrzeuge geben. Das bringt uns gleich zur zweiten spannenden Aussage. Durch seine abwechslungsreichen Vehikel hebt sich Sandland nämlich besonders von anderen Open-World-Action-Spielen ab. Als wir Sandland vor gut einer Woche anspielen konnten, haben wir nämlich nicht nur viele Story-Sequenzen erlebt, sind durch Militärbasen geschlichen und haben uns mit Soldaten geprügelt. Nein, vor allem die Fahrzeuge waren ein wesentlicher Bestandteil unserer Spielerfahrung. Wir nutzten sie nicht nur, um beispielsweise mit diesem grimmig aussehenden Panzer Feinde aufzumischen. Um die Open World zu bereisen, mussten wir immer mal wieder zwischen den Vehikeln wechseln. Wir sind mit diesem kleinen Mech auf Klippen gesprungen oder haben ein Hovercraft genutzt, um uns einen Weg übers Wasser zu bahnen. In der Spielwelt könnt ihr übrigens auch Materialien sammeln, um euren Fuhrpark mit neuen Waffen zu spicken oder eine stärkere Rüstung zu bekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Vehikel auch so beeindruckend gestalten wie wir hier. Habt ihr Lust und wollt euch auch abseits der Story mit Nebenaufgaben beschäftigen? Seid ihr übrigens rund 30 Stunden beschäftigt. Brettert ihr durch die Geschichte, sind's eher 20. Zu guter Letzt wollen wir gerade den Toriyama-Fans unter euch noch einen letzten interessanten Fakt von Keishu weitergeben. So hat Toriyama nicht nur geprüft, ob die Geschichte von Sandland im Spiel den richtigen Ton trifft, auch hat er sich das Gameplay genau angeschaut und gecheckt, ob das Ganze seiner Vorstellung einer würdigen Manga-Adaption entspricht. Wir als alte Dragon Ball Fans sind jedenfalls auf den Release in wenigen Wochen sehr gespannt und freuen uns nach dem Anspielen, ein hoffentlich tolles Sandland zu zocken, wenn es Ende April erscheint. Mehr zu Sandland könnt ihr am Sonntag um 14.30 Uhr bei uns im Find Your Next Game Programm sehen. Und jetzt kurz ein bisschen Storytime. Eins meiner ersten Computerspiele überhaupt war ja Die Siedler 1. Und das habe ich damals immer mit meinem Vater zusammen im Koop gezockt. Damals konnte man noch 2 Mäuse an einen PC anschließen und dann
konnten halt beide das gleiche Volk spielen. Und in einem dieser Spiele waren wir schon ziemlich weit und eigentlich war die ganze Welt entweder von uns oder den Computergegnern besiedelt. Und mein Vater wurde plötzlich total tryhard und hat angefangen, mir so auf Zettel Aufgabenlisten zu schreiben. Da stand dann sowas wie, erweitere die Grenzen im Norden oder optimiere den Bergbaukomplex im Süden. Und es war schon ganz schön wild, aber das war irgendwie auch so eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen, die mit Gaming zu tun hat. Und deswegen war es ein kleiner Magic Moment, als ich dann das neue Gameplay zu Pioneers of Pergonia mit dem Siedlererfinder Volker Wertig zusammen im Stream anschauen durfte. Und dieses Pioneers of Pergonia, das ist ja noch im Early Access und hat mit dem neuen Update jetzt aber, und jetzt schließt sich der Kreis, einen Koop-Modus bekommen. Und den stellt uns Entwickler Volker Wertig jetzt direkt mal selber im nächsten Video vor. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Find Your Next Game. Mein Name ist Volker Wertig. Ich bin der Creative Director des Aufbauspiels Pioneers of Pergonia, welches seit Dezember im Early Access erhältlich ist. Wir von Envision Entertainment freuen uns sehr, euch das neue Koop-Update zur Verfügung stellen zu können. Ja, liebe Pioniere und Aufbauspielfans, ihr könnt nun bereits in der Beta mit bis zu 4 Spielern kooperativ spielen und in Kürze wird dies auch in der normalen Version möglich sein. Übrigens braucht ihr dafür keinen speziellen Beta-Zugang, denn die ist öffentlich und ihr müsst nur bei Steam bei den Einstellungen der Early Access Version von Pioneers of Pergonia die Beta auswählen. Wenn ihr uns eure Ideen und Feedback zum Spiel geben wollt, dann kommt doch auf unseren Discord-Server. Dort ist bereits eine sehr aktive und hilfsbereite Community vorhanden. Ich wünsche euch gleich gute Unterhaltung mit den weiteren Infos zum Update und viel Spaß in Pergonia. Okay, our first attack against the explorer. That's over here. Yeah, it's okay. Was ist der Bohrer oder was ist das? A thief. Yeah, I'd like to pin them somewhere here. Or here where the flux is. Yeah, to the left, because I wanted to... Well, I placed the crop farm. No! Oh, we lost one at the very... In the west. In the west? Oh god. Interesting point. We should start recruiting some guards. Yeah, I added some soldiers now because we had a lot of copper swords and shields. Let's watch. Mm-hmm. It was looking good and then it wasn't anymore. I would stop the production of wooden shields for now. As long as we don't put them into storages, it's okay, because we will not get more than output and input piles, so 32 in this case. So. Ja, da muss mein Vater wohl noch mal seine alte Maus rausgraben. Wer leider nicht mein Vater ist. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass er hier ist. Schaut dein Vater jetzt gerade in diesem Moment, Julius, diesen Stream und hat dich das sagen hören? Also ich habe es bei uns in die Familiengruppe geschrieben. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Oh. Ich werde subtil erfragen, ob er die Inhalte des Streams wiedergeben kann und ob er wohl zugeschaut hat. Das heißt aber, es gibt jetzt keinen Weg mehr, wie die Familie Busch intakt rauskommt. Weil wenn er zuschaut... Hat er gerade gehört, wie du mich als deinen bevorzugten und Volker Wertig irgendwie auch als deinen bevorzugten Vater Moment hast. Mal. Und wenn er nicht zuschaut, dann schaut er nicht zu, wie sein Sohn hier auf dieser Bühne steht und also. So direkt habe ich das jetzt nicht formuliert. Aber ich sehe mich sehr gerne als Koop-Partner für Pioneers of Pergonia, Maurice. Es wird bestimmt lustig. Anstelle deines Vertis. Ja, ich komme da nicht drüber weg. Ja, der ist ja nun mal nicht hier. Ja. Außerdem kann man zu viert spielen, ja. Das dann stimmt. Kann mein Vater auch noch mitspielen. Und meiner, der das wäre fantastisch. Planer ist. Ja, das machen wir, glaube ich. Das wäre fantastisch. Ja, Sonntag spielen wir ja. Sonntag, in der Tat, werden wir uns da reinstürzen. Und die Entwickler da haben ja jetzt gerade zu wissen, anscheinend sich nicht so gut geschlagen. Was denkst du, wie gut läuft es bei uns, wenn wir es auch maximal so hochdrehen, wie es geht? Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal leaken, dass die Entwickler uns geraten haben. Ihr spielt aber schon nicht auf sehr leicht, oder? Was mich ein bisschen beleidigt hat. Das ist, was die von uns denken. Ja, das ist, was die von uns denken. Natürlich nicht. Wir wollen uns eine Challenge machen. Ja. Haben eine Stunde. Aber wird gut. Ich freue mich drauf und ich finde es schön, dass es jetzt so Multiplayer-Modi halt gibt, weil das war für mich immer auch Siedler. Vielleicht auch irgendwann noch so ein Skirmish-Mode, wo man so gegeneinander spielen kann. Da ist halt der wunde Punkt, ne? Da wissen wir noch nichts und es wünschen sich halt viele.
Und es sagen aber auch viele, wieso denn? Kontrovers, Herr Busch, kontrovers. Auf dieser Bühne so bin ich. Sie kontrovers. So bin ich. Ja. Aber ja, im Endeffekt, Sie hören auf die Community und ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ich weiß ja, du bist auch ein großer Fan von dem Spiel, also... Ich bin sehr gespannt, da jetzt mal reinzuschauen, weil es natürlich trotzdem auch ohne Skirmish dann cool ist, jetzt endlich mal Multiplayer zu haben. Und es vor allem auch für natürlich, was wir ja auch direkt machen, für schöne Twitch-Aktionen und sowas. Ja. Ist halt immer cool, wenn du mit Leuten zusammenspielen kannst, weil dann ist halt die andere Person schuld, ne? Ja. Wenn die Werwölfe kommen. Darum geht's ja. Ich bin gespannt, ob wir uns streiten. Was denkst du? Ja, safe. Ja. Also, und ob wir, ich weiß auch noch nicht, wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob wir Aufgaben so aufteilen oder ob wir beide alles machen und dann die ganze Zeit alles durcheinander. Es wird halt eine Katastrophe dann, weil man teilt sich ja auch die Ressourcen und alles. Es wird eine absolute Katastrophe, schaltet unbedingt ein am Sonntag, wenn wir den Koop von Pioneers of Pagonia ausprobieren. Ja, in der Tat. Ja, wir sehen dich hier gleich nochmal wieder. Und auch viel bei uns in den nächsten Tagen. Ja, natürlich. Wenn ich schon da bin, wäre ja langweilig sonst. Kannst du auch vorbeischauen. Ja. Ruhig ab und an mal rein. Ja, alles klar. Danke, Maurice. Ja, gerne. Weißt du, an wen ihr mich erinnert? An Maurice, oder? Ihr beiden? Wir beide? Ja, ja, du und Maurice. Harold und Stettler von der Muppet Show. Ich habe jetzt kein zustimmende Geräusche aus dem Publikum wahrgenommen. Okay. Ist auch nett gemeint. Ist okay. Ja. Wenn es nett gemeint ist, dann nehme ich das an. Okay. Was auch nett gemeint ist, ist der nächste Punkt, über den ich heute mit euch reden möchte. Nämlich, ich habe euch ja eben schon mal angekündigt, wir verleihen einen Find Your Next Game Indie Award. Beziehungsweise... Wir verleihen ihn eigentlich gar nicht, denn wir haben uns angeschaut, ihr könnt, wenn ihr gerade auf der Cactus seid, auch bei der Indie-Area natürlich ganz viele Indie-Games ausprobieren. Wir haben uns von diesen Indie-Games ein paar ausgesucht, die wir besonders cool fanden, haben das runtergedampft nochmal auf 3 Spiele, die wir richtig, richtig cool fanden, aber das Problem ist, die sind alle richtig cool. Und deswegen haben wir uns überlegt, lassen wir doch einfach euch entscheiden. Wir wälzen das auf euch ab. Ihr dürft das entscheiden. Und deswegen könnt ihr auf gamestar.de/indieaward, Indie-Award, Entschuldigung, oder mit Ausrufezeichen Indie in unserem Chat zu einer Webseite kommen, auf der ihr abstimmen könnt. Jetzt müsst ihr natürlich noch wissen, worüber ihr abstimmen könnt. Auch kein Problem. Haben wir dran gedacht. Wir werden im Laufe der Show unsere 3 Kandidaten per Trailer vorstellen und wir werden außerdem noch am Sonntag alle 3 Kandidaten live spielen, damit ihr in Ruhe entscheiden könnt, für wen dann am Ende euer Vote gelten soll. Und den allerersten Kandidaten habe ich auch schon, der stellt sich jetzt per Trailer vor. Bitteschön. Hello there, this is Julio Quiroz. I'm the developer of the game Resistance 2040X, which is a fast-paced 2D fighting game designed for both introducing new players to fighting games while at the same time providing instant fun for hardcore fighting game players. In a match, your goal is not only to defeat your opponent by predicting and tricking them, but to run fast as possible and cross the finish line at the end of the stage. The full game will be available for PC and mobile, but you can have access right now to the demo published on Steam.
For the last 3 years, I have been investing my own time and money into developing this game. However, this year I moved to Leipzig and partnered with some really amazing people starting Yaga Studio, and we are looking for funding to finish the game. Being nominated for the Find Your Next Game Indie Awards would help a lot, not only in attracting funding, but also introducing Resistance 24TX to gamers eager to have fun playing an innovative fighting game. Das war Resistance 2040X, unser erster Kandidat. Zwei kommen heute Abend noch und denkt dran, gamestar.de/indie-award oder Ausrufzeichen Indie in den Chat und dann könnt ihr abstimmen oder ihr wartet noch oder ihr stimmt für alle ab. Wie ihr mögt, ich bin nicht eure Mutter, macht was ihr möchtet. Aber ich habe noch was anderes, was ich euch gerne zeigen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich mag Spiele, die drollig sind und ich mag Spiele, die ein bisschen smart sind. Und das nächste Spiel ist genau das. Ich würde es euch gerne ans Herz legen, denn ich habe es bei der letzten Gamescom schon angespielt. Und ich hatte sehr viel Spaß. Und jetzt haben wir von den Entwicklern auch noch exklusives Material bekommen. Und da haben wir gedacht, wir zeigen euch nicht nur das Material, sondern sagen den Namen auch nochmal extra, damit ihr euch ihn sehr gut merkt. Es ist Plucky Squire. Willkommen im Land Mojo. Hier treffen wir Jot, den kühnen Knappen, und seine Freunde Viola, Krass und Vincent. Unsere Helden beschützen das Land vor dem schurkischen Zauberer Grumweil. Sie wagen sich bis an die Ränder ihres Reichs und sogar darüber hinaus. Dort gibt es für Jot eine ganz neue Welt zu erkunden. Mit Gefahren, Überraschungen und hübsch eingerichteten Unterkünften. Unsere Helden müssen Grumweil über beide Reiche hinweg bekämpfen, wenn sie ihr geliebtes Land vor seinen teuflischen Plänen retten wollen. Raus aus der Seite, rein ins Abenteuer. Der kühne Knappe. Ihr wisst ja, ich gehöre zu den Menschen, denen Horrorspiele überhaupt nichts ausmachen. Und deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, unser nächstes Spiel anzukündigen. Denn das ist nämlich das Story-Adventure Indica. Da sehen wir gleich einen Trailer und exklusives neues Gameplay. In dem Spiel begleiten wir die namensgebende Nonne Indica auf einer Selbstfindungsreise. Und dabei hat sie einen ganz, ganz besonderen Begleiter. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? He will be all right. Ilya will live. You can see I'm trying.
but he's always behind my shoulder. Hello, I'm Dmitry, the creative director of Indica, a tragic comedy story-driven game about a nun who hears the devil in her head. Indica is coming to PC and consoles in May, and I wanted to share with you a special sneak peek into a new part of its gameplay. Enjoy. Husband? Husband? I guess he was loved. No. Wenn wir über Spiele reden, dann reden wir natürlich nicht nur über digitale Spiele. Und ich weiß, dass da draußen von euch einige auch riesige Brettspielfans sind und wahrscheinlich auch hier in der Halle, oder? Dachte ich mir fast. Und eins der beliebtesten Brettspiele ist tatsächlich Oathsworn gewesen. Es bietet eigentlich alles, was eins unserer Lieblingsrollenspiele auch bietet. Es bietet eine düstere Fantasy-Welt, es bietet narrative Entscheidungen und es bietet mehrphasige Bosskämpfe. Also ziemlich gute Mischung eigentlich, nur eben als Brettspiel. Und die Macher von Oathsworn, die sind heute hier, um uns weltexklusiv das Nachfolgerspiel vorzustellen. Und das zeigen wir euch jetzt an unserer ersten Weltpremiere des Abends. Thank you.
Ey, schick. Mhm. Schick ist das. Jetzt haben wir einen krassen Reveal, weil du sitzt jetzt auf einmal bei uns auf der Couch. Ja, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du mitgebracht hast? Ja, sehr gerne. Ich heiße Bastian. Ich bin Marketing Director bei Shadowborn Games und versuche heute hier die Company zu repräsentieren und das erste Mal so ein wenig im Detail über Avalon zu sprechen. Wir fangen gerade erst an mit Marketingmaßnahmen, wollen das Spiel dieses Jahr auf Crowdfunding bringen und freue mich total über die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es gar nicht so viele Brettspiele hier, ne? Und deswegen ist das eine große Chance für uns. Wir freuen uns total darüber, dass es Aufmerksamkeit für Brettspiele hier auch auf dem Forum gibt. Also danke nochmal. Ja, wir haben viele Fans aber in der Community auf jeden Fall. Und gerade bei so einem großen Ding macht es natürlich auch Sinn. Und du hast auch gerade erzählt, dass es gerade fertig geworden ist alles. Ja. Extra angefertigt mit dem heißen Draht. Voll cool. Ganz genau. Also das, was anfassen? Ihr dürft alles anfassen, auf jeden Fall. Oh ja. Das, was wir hier sehen, ist natürlich jetzt ein Prototyp. Das heißt, bis das Ding final ist, wird sich sicherlich das eine oder andere noch ändern. Was uns ein bisschen in der Seele wehtut, ist, dass wir heute die Miniatur nicht dabei haben. Ja. Das Spiel ist auf jeden Fall auch, so wie man das von Osborn schon kannte, Miniatur in Heavy. Das heißt, wir haben viele sehr coole Figuren in dem Spiel, aber die sind leider im Zoll stecken geblieben. Das kann man sagen, oder? Das darf man sagen. Also, wir wollten es jetzt nicht reinreiben, deswegen habe ich erwähnt. Das war wirklich knapp auf Kante genäht, aber immerhin haben wir das bekommen. Da bin ich auch schon mal happy drüber. Und wir haben sie im Trailer gesehen gerade, wie sie aussehen. Cool. Ja. Der Tobi hat ja ganze Arbeit geleistet. Das ist einer der beiden Gründer von Shadowborn Games. Und der macht alle Miniaturen für unsere Spiele. Und wir sind super happy, damit wir es zusammengekommen ist bisher. Ich nehme das mal Stück für Stück auseinander, um das zu zeigen, damit die Leute auch gucken können. Ja, was wir also hier, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber nee, ist ja aufregend, sag ruhig. Was wir hier haben, ist ein modulares Gameboard. Was du jetzt gerade in der Hand hast, ist ein Teil des Victory Point Trackers. Mhm. Das heißt, wir haben hier ein kompetitives Area Control Game in der Welt von König Artus. Mhm. Mit viel Mystik, vielen Geheimnissen, vielen Entdeckungen, die es zu machen gibt. Und wie man schon sieht, ist es ein rundes Gameboard mit insgesamt 9 verschiedenen Locations im inneren Ring. Das heißt, wenn das Spiel startet und wir quasi die Insel von Avalon betreten, ist der Nebel noch der ganzen Insel. Und ein großer Teil des Spiels besteht darin, den Nebel quasi zu enthüllen und die Geheimnisse der Insel kennenzulernen, magische Artefakte zu finden, Monster zu finden und so ein Kram. Und wir starten die Insel immer, damit dass der... Das nimmt man dann so ab, oder wie? Ja, ganz genau. Das heißt, wir hätten jetzt hier unsere, das ist das Playerboard von Mordor. Es wird eine, es gibt 4 Fraktionen in dem Spiel, alle asymmetrisch. Das bedeutet, alle spielen sich unterschiedlich. Das ist jetzt hier die Fraktion von Mordor mit seiner untoten Armee. Ach, die würde Maurice schon wieder gefallen. Ist auch mein persönlicher Favorite, wenn ich das sagen darf. Aber ich darfst du als Entwickler Favorites haben? Ich darf Favorites haben, oder? Okay. Jeder hat so seine eigenen Favorites. Ja. Also, wenn ich Jamie, unseren Designer, fragen würde, hat er wahrscheinlich wieder einen anderen. Aber er liebt jede Faction. Und das sind die Ritter der Tafelrunde, angeführt von Warrior Queen Guinevere, die auf die Insel kommt, um nach ihrer verflossenen Liebe König Artus zu suchen. Mhm. Und das ist ein Card-driven Gameplay. Das heißt, wir starten alle mit Miniaturen quasi abseits des Boards. Und das Spiel wird quasi über Karten gespielt. Es gibt verschiedene Decks, Movement-Decks, Combat-Decks, Deploy-Karten. Und so bekommt man die Figuren quasi aufs Spielfeld drauf, bewegt sich über die Insel. Und wenn man dann quasi eine Location betritt, dann wird das Ding quasi geflippt. Und dann siehst du quasi, welche Location du entdeckst, was für ein Terraintyp das ist, ob es da ein Artefakt gibt, ob da ein Monster kommt. Das heißt, es wird auch viele Monster geben in dem Spiel, die man entweder auf die eigene Seite ziehen kann, dann kämpft sie quasi mit einem. Oder man muss sie halt platt machen, weil ein anderer Spieler kommt dann zuvor. Was ich so interessant finde, weil du gerade so viel von der Story erzählt hast und auch Oathsworn war ja ein sehr storylastiges Spiel. Und für uns ist es ja oft, selbst bei Videospielen so, wie erzählt man jetzt in der Open World beispielsweise eine gute Story? Wie kriegt man das hin? Ja. Gerade bei einem Brettspiel, also das finde ich sehr faszinierend. Ja. Wie kriegt man das hin, da eine Narrative vermittelt zu bekommen? Ja, also was das betrifft, ist das ist ein ganz anderes Art von Beast als Oathsworn. Oathsworn war so ein Grimdark Fantasy Dungeon Crawler / Boss Battler, der in 2 Teilen gespielt wurde. Da gab es einen großen Story, einen großen narrativen Teil, wo man durch eine romanartige Story durchgeht in so einer Choose-Your-Own-Adventure-Logik. Da ist man total embedded in der Story, lernt die ganzen Charakter mit Hintergrundinfos kennen. Und irgendwann eskaliert das Ganze in den Kampf. Du findest das Monster und dann hast du 1,5 Stunden Combat vor dir. Und hier hat es einen anderen Approach zur Story. Da bist du quasi selber im Gameplay der Storyteller. Jede Faction hat ihre eigene Background-Story, ihren eigenen Grund, warum sie auf Avalon sind.
Und die Story erzählst du quasi über das Gameplay selber, welche Artefakte du findest, welche Monster du findest. Aber es hat kein Narrativ in dem Sinne während des Spiels. Aber so ein bisschen D&D-mäßig, dass man dann auch so selber ein bisschen... Also es hat keinen Rollenspielcharakter in dem Sinne, aber bei den Spielen, was heißt bei den Spielen, die wir gemacht haben, ist erst das zweite, ja. Aber wir haben alle große Leidenschaft für thematische Spiele mit einer Background-Story, mit einer Immersive-Welt. Was soll ich sagen, wir sind auch durch Graphics und Illustrationen ein bisschen getriggert. Ja, also wir stehen halt einfach auf, wenn die Spiele gut aussehen. Ja. Und das hilft natürlich auch ein bisschen bei der Immersion, beim Storytelling. Und in dem Spiel haben wir mit zwei Artists zusammengearbeitet. Einer davon ist Pedro Nunes, den könnte man auch so außerhalb der Board-Game-Industrie kennen. Der war lange Artist für Games Workshop. Das heißt, wenn man Warhammer 40k kennt oder mag, hat man sicherlich schon seine Artworks gesehen. Er hat viele von diesen White Dwarf Covers gemacht. Ich glaube, so der ein oder andere kennt Warhammer hier. Das ist andere ja, also er hat ganze Arbeit geleistet. Also die ganzen Faction-Boards beispielsweise sind von ihm. Und Mordred, muss ich sagen, ist einer meiner favorite Artworks in dem Spiel. Der dunkle Lord, der Sohn von König Artus, der jetzt quasi kommt, um seinen Vater endgültig zu vernichten. Das klingt nach Stress. Ich habe eine freche Frage. Ja, bitte. Du hast ja eben schon gesagt, das ist jetzt ein Area-Control-Spiel, also ganz flapsig gesagt ein bisschen wie Risiko. Ja, also Risiko ist ein Dudes-on-the-Map-Game. Ja. Und das ist ein Area-Control oder Area-Majority-Game. Das hat mit Risiko jetzt eigentlich nicht so viel zu tun, außer dass Miniaturen halt auf einer Karte irgendwie stehen. Okay. Aber es ist, also manche Leute fühlen sich erinnert an Spiele wie Blood Rage oder El Grande oder sogar Terraforming Mars. Mhm. Ja? Das heißt, es hat einen ganz klaren Fokus auf Area Control. Es gibt aber auch viele Euro-Mechanics, wie man das zum Beispiel von Terraforming Mars kennt. Also es ist für jeden was dabei. Es hat trotzdem ein völlig einzigartiges Spielerlebnis. Mhm. Aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Leute sagen, okay, krass, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie Blood Rage ist oder zum Beispiel Terraforming Mars, ja. Und eine fiese Frage noch. Oathsworn war ja, hast du ja schon gesagt, auch was ganz anderes. Ja. Und jetzt habt ihr euch überlegt, Oathsworn auf der größten Brettspiele-Bewertungsseite, beste Bewertungen, lief richtig gut, die Leute lieben das Konzept. Machen wir mal was ganz anderes. Ja, ganz genau. Ich weiß, klar. Wenn man es so darstellt, dann klingt es ein bisschen seltsam, das muss ich gestehen. Aber es hat in gewisser Art und Weise hat es einen pragmatischen Hintergrund. Aber wir sind ja eine junge Company. Das heißt, gegründet sind wir 2017 und 2019 waren wir mit dem Spiel das erste Mal auf Kickstarter, haben die zweite Edition dann 2022, glaube ich, finanziert. Und allein die Entwicklung von Oathsworn hat 5 Jahre Lebenszeit gebraucht. Boah. Und Jamie, sind 2 Kinder in der Zeit entstanden. Und wenn du 5 Jahre mental immer in den Deepwood gegangen bist, dann brauchst du einfach mal einen Tapetenwechsel. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, also Oathsworn wird es auf jeden Fall geben. Also wir werden unsere Fanbase und unsere Community nicht enttäuschen, das wird auf jeden Fall kommen. Das wird auch nicht wieder so ein Spiel wie das Oathsworn, was es jetzt gibt. Das werden wir ein bisschen verändern, verbessern natürlich. Und, aber wir hatten einfach Bock auf einen Tapetenwechsel. Wir haben einfach gesagt, okay, das haben wir jetzt gemacht, das ist auch geil und wir freuen uns total über den Erfolg und sind dankbar darüber. Aber jetzt haben wir einfach Bock, was anderes zu machen und dann entstand halt die Idee für Avalon. Und arbeiten aber auch schon an den ersten Konzepten für Oathsworn 2, also das wird definitiv kommen. Reveal! Sag mal, bist du das auf dem Bild da? Ja, ich weiß. Das also warst bisschen... du das am Anfang der Entwicklung von Oathsworn? Und, ja, tatsächlich. Ja, alles klar, jetzt wird mir einiges klar. Überall, ja. Genau. Aber hey, guck mich an, ich approve. Ja, ja, guter Geschmack. Das, ja, ich fühle mich, ich brauche auch noch, also ich habe kein Brettspiel gemacht, vielleicht fehlt mir deswegen der Bart. Auch. Ja, ich glaube, das ist das Einzige. Das aber ist das Einzige, was mich davon abhält. Fantastisch, das wissen wir schon, das ja, haben wir mehrfach nee, festgestellt. Werte bin ich gut. Ich habe, eine Frage habe ich noch, ja, bitte. Und zwar... Oathsworn gibt es ja in der Super Fancy richtig schick Edition. Ja. Und die ist ja sackschwer. Ja. Weißt du schon, wie schwer Avalon The Riven Vale werden soll? Da fragst du jetzt was. Also es gibt Leute bei uns, die das wissen. Ah. Wir sind natürlich schon mit den Manufacturing im Gespräch und planen da jedes kleinste Detail. Also es ist eine bekannte Information, aber ich kann sie gerade nicht aus dem Ärmel schütteln. Das ist auf jeden Fall das Base Game, so wie es hier steht.
Es wird auch noch, also wenn wir dann auf die Crowdfunding-Plattform gehen, noch mehr geben. Da kann ich natürlich noch nicht viel drüber sagen, aber klar wird es wieder Stretch Goals geben bei uns auf der Kampagne. Es wird auch ein Day-One-Gift geben, also für die Leute, die interessiert sind an der Crowdfunding-Kampagne. Die möchte ich herzlich dazu auffordern, auf unsere Website zu kommen. Da kann man sich auf den Newsletter einschreiben und dann werden wir eine Erinnerung per Mail schreiben, wenn wir dann launchen. Und es wird Add-ons geben und es wird auf jeden Fall auch richtig schöne Deluxification geben. Also da bleiben wir, sagen wir mal, unserer Historie treu. Also ja. Wir holen uns schon mal eine Sackkarre, einfach. Ja, ja. Also wir hatten tatsächlich auf der Osworn, auf der Kickstarter-Kampagne die Sackkarre mit dem All-In drauf. Wahrscheinlich hast du die gesehen. Vielleicht. Das war so ein Running-Gag bei uns. Das ist ja 25 Kilo, das All-In. Mhm. So viel wird es nicht werden bei Avalon, das kann ich schon sagen. Aber es wird, glaube ich, auch ein richtig schöner Hingucker werden, ja. Ey, schön. Wir sind excited, ja. Ja, super. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass wir uns das angucken konnten. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und du wirst ja wahrscheinlich, ihr seid ja auch dann bald auf einer Crowdfunding-Seite eures Vertrauens. Möchtest du dazu schon was sagen? Wir haben es, glaube ich, noch nicht final festgelegt. Aber es wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Okay. Und für die Leute, die nicht abwarten können, sign up to the newsletter, please. Okay, sehr gut. Dann, wenn die Leute draußen Fragen haben, ne, morgen bist du ja nochmal bei uns. Richtig. Das stimmt, ja. Also ihr könnt euch jetzt schon Fragen überlegen, die ihr an Bastian direkt stellen wollt, weil da haben wir nochmal ausführlich Zeit, auf das Spiel einzugehen und nochmal genauer, wie alles funktioniert. Das war ja nur ein kleiner Appetizer hier quasi. Cool, ich freue mich auf jeden Fall. Aber das wird cool. Deswegen überlegt euch schon Fragen. Die können wir dann morgen mit einfließen lassen. Nice. Vielen Dank, dass du vielen da Dank, warst. Vielen Dank, ja. Und bis morgen. Bis morgen. Vielen Dank, ja, ich freue mich auch. Cool. Wir machen jetzt frech direkt weiter und zwar mit unserem zweiten Kandidaten für den Indie Award. Ihr erinnert euch, oder wenn ihr gerade erst zugeschaltet habt oder gerade kurz Kaffee holen wart, wir verleihen den Find Your Next Game Indie Award, wo wir uns drei Indie-Games rausgesucht haben, die wir besonders cool, besonders drollig, besonders fancy fanden. Weil wir uns aber nicht entscheiden können, lassen wir euch entscheiden. Wir stellen euch drei Kandidaten vor in dieser Sendung. Einen habt ihr schon gesehen, Resistance 2040X. Und den zweiten seht ihr jetzt. Hello, my name is Martin J. Apple, Founder and CEO of Play From Your Heart UG Haftungsbeschränkt. In my game, Lose Control, you play Billy. And Billy has a very boring life. He drives to work, he works and he goes to sleep. But at some point, his life gets out of control. And we make you experience that by changing the controls of the game. So in the car, when you drive the car, we change left and right, we change forward and backward, and at some point we even change the keys. So your forward is on a P, and your backward is on a Q, and your left is on an M, and so on. And so very simple tasks get very challenging. Lose Control is innovative, it's fun, it's challenging, and it's like nothing you ever played before. And that's why we'd be honored to receive the Thing Indie Award at Cactus. Ja, sehr sympathisch. Bei Find Your Next Game lieben wir natürlich alle Spiele, aber es ist eben schon immer doch noch mal so ein bisschen ein besonderes Gefühl, wenn es mal einen richtig interessanten Titel aus Deutschland gibt. Und beim nächsten Titel, der vereint sogar zwei sehr aktuelle Gaming-Buzzwords, nämlich Unreal Engine 5 und Cyberpunk und Berlin. Aber das ist jetzt kein Gaming-Buzzword, aber ist trotzdem auch eine schöne Stadt. Wir schauen mal rein. Thank you.
Wo wir schon mal in Berlin sind, Entschuldigung, konnte ich mir nicht verkneifen, haben wir noch ein weiteres Studio, die ebenfalls aus Berlin sind, und zwar Paint Bucket Games. Die kennt ihr vielleicht von Spielen wie Through the Darkest of Times. Paint Bucket Games macht Serious Games. Das bedeutet, dass sie sich mit Spielen auseinandersetzen und Spiele entwickeln, die ernste Themen mit Fingerspitzengefühl und Geschichtsbewusstsein behandeln. Und in Through the Darkest of Times haben wir zum Beispiel eine zivile Widerstandsgruppe in Berlin koordiniert zur Zeit der Nazis. In ihrem neuen Spiel, The Darkest Files, folgen wir oder folgt die Staatsanwältin Esther Katz im Deutschland der Nachkriegszeit NS-Verbrechern und ermittelt mit diesen, also für sie, gegen sie. Sie kommt denen auf die Schliche auf jeden Fall und sorgt dafür, dass die Täter vor Gericht gebracht werden. Einen Trailer haben wir jetzt für euch. Miss Katz, welcome to the front line. What do we know about the case? Before someone hammered against the door, do you remember what they looked like? I'll cut right to the chase. Was Mr. Schwarz involved in the executions? You're pretty, you know that. Just answer my questions, please. It must have been like this. I believe I'm done, yes. Objection! It is time for some gentlemen to answer for what happened back then. Hallo Kaktus, hallo Leipzig. Ich bin Jörg. Ich bin Biff. Ich bin Jona. Ich bin Tobi. Wir sind Paint Bucket Games aus Berlin und wir machen The Darkest Files. Und wir bitten euch, backt uns auf Kickstarter. Die sind mega süß. Ich bin so gespannt, weil für mich sieht das aus wie ein ernstes Ace Attorney und das berührt mein Herz. Bin sehr gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid, dann könnt ihr morgen um 18 Uhr hier bei uns im Stream gucken, denn wir haben Paint Bucket Games da. Die sind im Stream, die spielen mit uns und die spielen vor allem nicht irgendwas, sondern die spielen die bis jetzt exklusive Kickstarter-Beta, die bis jetzt nur die Bäcker spielen konnten. Wir spielen die jetzt auch. Zeigen die euch und ihr könnt natürlich wie immer Fragen in den Chat stellen, falls ihr Fragen an Paint Bucket Games habt. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das sieht so spannend aus, ich will das sofort, dann könnt ihr jetzt schon auf Steam schauen, denn da gibt es eine Gratis-Demo, die ihr schon runterladen und zocken könnt. Vielleicht sagt dem einen oder anderen von euch ja Sea of Thieves etwas. Das ist so ein Piratenspiel von so einem kleinen Indie-Publisher. Microsoft, also ist groß. Sea of Thieves, anyone? Na, jedenfalls wünscht sich mein Kollege Christian Fritz Schneider, lieben Grüße an der Stelle, jedes Mal, wenn wir Sea of Thieves spielen, wünscht er sich immer, wie cool wäre so ein Spiel im Weltraum? Also gemeinsam als Crew in einem großen Raumschiff und da verschiedene Aufgaben übernehmen und. Wenn sich das für euch auch richtig gut anhört, dann könnte das nächste Spiel genau das Richtige für euch sein. Jump Ship. Seht selbst. Hi, I'm Philip Koulianos from Keepsake Games, and this is Jump Ship, a mission-based co-op PvE space adventure. In Jump Ship, teamwork is crucial. Mount turrets, tackle emergencies, and ensure your ship's integrity to complete missions and reap the rewards. While Jump Ship is best enjoyed with up to four players, solo players are welcome too. Each mission in Jump Ship demands strategic choices. Jump to riskier sectors with high risk, high reward, or take a safer route. Do you want components for your ship? Do you need repairs? Or perhaps some extra credits? All right. We just arrived. There seems to be a jammer preventing us from jumping further. Let's make our way there and disable it. Using our sensors, we can tell that ships are patrolling the area. With some good positioning and teamwork, though, I'm sure we can make our way past them undetected. We made it.
time to enter the facility. On foot, it's essential to stay together and use all gear and equipment you've looted to stay alive. When that's done and all loot is collected, it's time to return to the ship and... Pirates! All crew to their stations! Oof, that was close. Good thing nothing got severely broken. Let's jump to the next sector. I wonder what we'll find there. Jumpship is packed with a wide range of challenges, from intense ship battles to on-foot exploration, and sometimes a mix of both. Every jump will feel fresh and give you something different. So in a nutshell, you start with choosing your ship, you go on a mission, reap the rewards, and then return back to your hangar. There you can upgrade your ships, purchase new equipment, before embarking on a new adventure. And that's Jumpship. Create your wishlist, like and subscribe, and join our community on Discord. Das war Jumpship. Ich muss sagen, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise als ich das Konzept gehört habe, dachte ich eher an Lovers in a Dangerous Space Time, aber ohne Hasen. Ist es jetzt eigentlich auch? Oder auch nicht. Aber wenn ihr noch mehr zu Jumpship erfahren wollt, dann könnt ihr auf gamestar.de gehen. Da haben wir nämlich auch diverse Artikel dafür. Und dann habe ich jetzt wieder einen Kandidaten für euch für unseren Indie Award. Ein letztes Spiel gibt es. Ihr könnt das ganze Wochenende unter gamestar.de/indie-award abstimmen oder mit Ausrufezeichen Indie in den Chat. Dann kriegt ihr auch alle Infos, die ihr braucht. Und am Sonntag spielen wir auch nochmal alle drei Kandidaten, damit ihr genau wisst, wem ihr eure Stimme geben könnt und wem nicht. Den letzten Kandidaten zeigen wir euch jetzt. Wart ihr schon mal in der Situation, dass ihr nach einer Auseinandersetzung gesagt habt, ah, genau das hätte ich sagen sollen? So, direkt danach ist man immer schlauer auf die Art. Das sind genau die Situationen, die uns dazu gebracht haben, unser erstes Spiel zu machen. Wir sind Dexai Arts, wir sind ein Entwicklerstudio aus Berlin und wir bringen dieses Jahr unseren ersten Titel raus, der Technobanter heißt. In dem Titel schlüpft ihr in die Rolle von einem Türsteher vor einem Berliner Techno-Club und ihr müsst durch verbale Auseinandersetzungen entscheiden, welche Gäste in den Club kommen und welche nicht und so die Partys mitbestimmen. Die besonderen Merkmale von unserem Spiel sind charakterbasiertes Schreiben, ein sich dem Spielgeschehen anpassender Soundtrack, den wir mit 5 Techno-DJs hier aus Berlin zusammen erschaffen haben, das verbale Kampfsystem, was schon angesprochen wurde, und wir haben einen Artstyle erschaffen, der 2D- und 3D-Elemente kombiniert. Wir haben auch jede Menge optionale Sidequests und alternative Enden. Unser Spiel ist ein Social RPG und kommt dieses Jahr auf allen gängigen Plattformen raus. Es gab einen Trailer, der in den letzten Wochen für Furore gesorgt hat. Und dieser Trailer, der ist von dem Spiel Kingmaker. Maurice? Das willst du jetzt ohne mich, oder was? Das willst du jetzt ohne mich machen, oder was? Ich habe also, ein bisschen gehofft, dass du kommst, bin ich ehrlich. Ich glaube, da kennst du dich ein bisschen besser aus als ich. Ja, es ist halt das dümmste, beste Spiel des Jahres wahrscheinlich. Das dümmste, beste Spiel? Ja, also
Und ich wurde vom Manor-Lords-Entwickler persönlich auf Twitter geschämt, als ich es als potenziell das beste Spiel des Jahres betitelt habe. Also er war sad. Das ist schwierig dann, wenn die Entwickler dann um die eigene Gunst buhlen. Ja, es ist hart. Aber, armer Streamer. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Also vielleicht haben ja manche von euch dieses Spiel auch noch nicht gesehen. Und dann werdet ihr jetzt gleich denken, ja, also euch erwartet jetzt ein Erlebnis, kann man sagen, ne? Okay. Ja, dann das kommentieren wir jetzt einfach, ja, oder was? Ja, live, okay. Ne? So. Dann gucken wir mal. Hier, du kannst auch hier gucken. Ja, geil. Ja, also schön Mittelalterschlachten, denkt man sich. Aber was macht der Typ mit dem Gewehr? Und was zum Henker ist das für ein Spiel? Also anscheinend gibt es irgendeine Form von Story-Begründung, was man da macht. Da würden mir diverse einfallen. Man ist wohl irgendwie ein zeitreisender Held, der die Zeitachse im mittelalterlichen England zurechtbiegen will und dafür halt, weil die Lage so kritisch ist, modernes Gerät benutzt. Aber es ist interessanterweise, und das habe ich auch beim ersten Trailer nicht gecheckt, halt nicht nur das, wir haben es jetzt gerade gesehen, du befehligst auch Truppen. Es ist auch noch ein RTS. Haben die Truppen denn auch Waffen oder haben die normale Schwert... Also die Truppen sind offensichtlich, man sieht es gleich dann nochmal, Schwertkämpfer, Hellebardiere und sowas. Wahrscheinlich also, halten sie dich irgendwie für ihren Gott oder sowas. Ja, wollte ich gerade sagen. Deswegen, also... Naja, ich sag, guck mal, du bist jetzt ein Mittelalter-Krieger. Ja. Ich komme an mit einer AK. Mit, ja. Wow, Julius. Und sage, so, du kannst jetzt entweder für mich kämpfen oder für den Typen da hinten. Für wen würdest du dich entscheiden? Das stimmt, ja. Also, wenn man auf der Siegerseite sein will, also man hat auch schon... Oh, die armen Pferde, Mann. Es ist halt... Ich meine, ich habe halt keine Ahnung, ob dieses Spiel am Ende mehr als ein Meme sein wird. Ja. Aber wenn es nur ein Meme ist, ist es ein gutes. Und das ist doch auch manchmal schon voll okay. Ja. Also man sieht hier auch, es flackert hier sehr wieder rein. Man verteidigt offensichtlich auch verschiedene Gebäude. Hier war die Stallungen und der Schießstand attackiert. Also es hat... Also... Ja, es wurde gerade mit der Granate ein reitender Ritter abgeschossen. Es ist schrecklich. Ich hätte gerne einen Crossover mit Mountain Blade tatsächlich. Weil dann würde ich es vielleicht mal schaffen, eine Schlacht zu gewinnen, weil das finde ich sehr schwer bei Mountain Blade 2. Du meinst, also der Crossover besteht einfach darin, dass du... Dass ich bessere Waffen habe als alle anderen. Oh, ja, ist ein bisschen lame, aber... Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich muss halt auch an den Age of Empires Cheat denken, wo du ein Auto hast, das Leute wegballert. Big Daddy. Ja, genau. So, und Big hier, Mama gab's auch. Schau, hier hast du wieder hier, Schwertkämpfer Level 2. Ja, und jetzt sieht's aus wie Total War. Jetzt, ja, sieht halt aus wie ein normales RTS. Man könnte fast denken, es ist auch ein normales Spiel. Schau mal, wie harmlos es aussieht. Das wäre doch so ein Video, wo du wieder, wo dich wieder Hanno pranken könnte. Ja. Dass er dir angeblich einen ATS vorstellt und dann auf einmal ballert er deine ganze Armee nieder. Warum musst du mich daran erinnern, Julius? Ich weiß nicht. Aber das ist in der Tat, ich meine, das ganze Spiel fühlt sich an wie ein Prank. Aber auch da wieder. Hey, jetzt baut man sogar? Man baut Gebäude. Was? Ich kapiere dieses Spiel nicht, aber ich bin froh, dass es existiert. Ich find's gut, dass ihr vorhin mit Geraldine über das perfekte Mittelalterspiel philosophiert habt. Dabei ist es direkt vor unseren Augen. Also. Ja, das war ja da noch unter Embargo, dieses Gameplay, Julius. Das konnten Ach wir so. Da noch nicht. Aber mich würde tatsächlich... Nein! Wir hatten da ja auch Tobi. Wir haben mit ihm viel über Authentizität und wie Kingdom Come sich da bemüht. Mich würde die Einschätzung von Warhorse Studios zu den Authentizitätsbemühungen dieses Spiels interessieren. Tobis Statement jetzt bitte. Ist er noch hier? Wenn nicht, ist auch... Also ich hoffe doch, er guckt jetzt hier diese Show. Wenn nicht, ist enttäuschend. Ja, und jetzt hast du halt hier Truppen, die in diesen Städten und also, schau, da hinten ist vielleicht der Feind. Aber das ist Singleplayer dann, oder? Gibt es mehrere, die quasi gegeneinander kämpfen und beide haben Waffen? Weil das ist ja die Frage, ob du einfach so overpowered bist, wie zum Beispiel damals bei, oh Gott, wie hieß das nochmal? Es gab mal so ein Strategiespiel, wo du auch die Helden selber gespielt hast aus der Ego-Perspektive. Was ist das auch? Rise and Fall. Es ist einfach ein Motorrad, wo jemand drauf sitzt. Ja, okay. Diese Entwickler versuchen ja nicht mal mehr irgendwie konsistent oder kohärent zu bleiben. An der Stelle müssen wir uns bei euch entschuldigen. Ich glaube, da wurden wir geprankt. Ich glaube, das
Das kann nicht echt sein. Ja, da hat, weißt du, da hat halt irgendwie Heiko, distinguierter GameStar-Chefredakteur, ja, hat den Call rausgegeben, welche Entwickler wollen Gameplay und irgend so ein Scherzkeks. Ha, wir haben Gameplay, Heiko, von einem garantiert echten Spiel. Bringt's mal in eure Show, wird sicher gut. Und wir sind alle drauf reingefallen. Ich glaube, wir überprüfen das nochmal und melden uns bei euch. Ja, ich glaube auch, also ob das wirklich ein echtes Spiel ist. Na, das, also, es sieht schon, also ich würde es definitiv spielen, einfach weil es so interessant ist. Ich freue mich mega drauf. Dadurch. Also unironisch. Es, selbst wenn es vom Gameplay her am Ende eher mittelmäßig wird, das kann ja gerade bei solchen Memes. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber was, die eine Sache, die ich mir wirklich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dabei keinen Spaß hast. Nee. Weißt du? Aber, ja gut, da frage ich mit dir die falsche Person, weil du ja ein relativ skrupelloser Mensch bist. Ja. Ob man da nicht ein schlechtes Gewissen hätte, gerade wenn man da mit der AK durch die Pferde sich durchlässt. Liebes Publikum, jetzt mal bitte Hand hoch, wer ein schlechtes Gewissen hätte. Ja. Oh, ja, da alibimäßig, da zwei Personen haben Menschen, sich gemeldet. Das ist klar, ne? Aber gut. Ich glaub, also ich würde es auch machen, aber ich würde mich schlecht fühlen dabei wenigstens. Das sind aber die Schlimmsten. Das ist der Unterschied. Weißt du, steh halt wenigstens dazu, was du bist. Ja. Das ist ja das Schäbigste. Es tut mir leid, aber auch schön, wie... Halt. Schau, er hat auch einen Dash-Move noch so. Also jetzt hier diese armen Leute, guck es mal an. Die denken immer, gleich habe ich ihn. Dash-Move weg. Wie in jedem guten Third-Person-Spiel. Also was... Also euch hat es gefallen, ja? Chat, was sagt ihr? Schreibt mal kurz einen Daumen nach. Schreibt mal eine 1, wenn ihr es gut fandet. Ja, also ich bin unglaublich gespannt drauf. Ja. Ich weiß noch, als ich diesen Trailer zum ersten Mal auch gesagt habe, so, ach, Kreativität im Gaming ist doch noch nicht tot. Schön. Also unser großer Kreativitäts-Push ist, wir haben jetzt eine AK, mit der wir durch mittelalterliche Ritter gehen. Ja. Ich glaube, Ubisoft ist auch nur so 2-3 Patches noch davon entfernt, dass das in For Honor auch geht, ganz ehrlich. Ja. Würde ich aber auch spielen, bin ich ehrlich. Ja, musst du halt dann dir sehr aufwendig freischalten, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber dann lohnt es sich. Ja, krass. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du das hier präsentieren wolltest. Ja, doch. Das hätte ich nicht ohne dich gekonnt, bin ich ehrlich. Da wäre ich von der Bühne gegangen. Einfach, ne, ich dagegen, als ich gehört habe von Heiko, da hat es Rigo wahrscheinlich Geld. Okay, also da will ich, aber ne, da tragt ihr mich in die Show ein. Ja, ja. Das ist zu herrlich, dieses Spiel. Ja, sehr geil. Weiß man da schon irgendwann, wann es kommt, so ein Grund? Ich glaube nicht. Ich glaube, Steam sagt 2024 aktuell, aber das kann der Chat vielleicht sogar aktuell nochmal nachschlagen. Der ist ja schlauer als wir. Also man weiß noch relativ wenig. Die haben, glaube ich, ihre Marketingstrategie schon so kalkuliert. Wir ballern einfach mal unseren Meme-Trailer raus und dann soll das Internet sein Ding machen. Und kurz darauf sind sie auf dieser Bühne hier. Also hat funktioniert, ne? Das stimmt. Wir sehen dich ja nachher noch in der Quizshow, in der Mittelalter-Quizshow. Richtig. Gegen Tobias Stolz-Zwilling. Da kannst du ihn auch direkt nach dem Statement fragen zu dem Spiel. Wenn jetzt dann da eine Frage ist. Gab es im mittelalterlichen England AK-47 und ich kann dann ja sagen und Tobi nicht, weil er das jetzt gerade nicht gesehen hat. Dann, ne? Dann gewinne ich halt. Ja. Ja. Aber hast du ein bisschen Angst? Weil Tobi ist, glaube ich, kennt sich schon auch recht gut aus. Ich glaube, er wird mich tatsächlich platt machen, weil er halt ja wirklich beruflich für ein Studio arbeitet, das jahrelang nichts anderes macht, als Mittelalter zu recherchieren. Und ich komme so mit meinem bisschen so Popkultur-Trivia-Wissen und habe ein bisschen Age of Empires gespielt. Und der hat einen guten Bart. Aber ehrlich gesagt, nachdem heute Schlacht um Mittelerde so gut lief, habe ich jetzt auch... Ja, stimmt. Also mein Ego ist nicht mehr ankratzbar. Das stimmt. Ja, Schlacht um Mittelerde hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir sehen uns dich ja aber noch öfter bei uns. Ja, wir haben am Sonntag haben wir noch. Genau, wir reden über Action-RPGs mit Funk. Wir zwei spielen Pioneers und... Jetzt ist ja inzwischen auch das Geheimnis gefallen, dass wir auch über Manalords, von dem wir ein bisschen ausführlicher reden werden. Oh ja. Das heißt, alle Leute, Chat und so, ne, und auch ihr hier, schaut euch unser tolles Programm an. Wir haben noch ganz viele tolle Sachen für euch. Was haben wir da als nächstes für das Volk, Julius? Ja, jetzt geht's noch mit einer echten Premiere weiter. Geil. Wenn die liebe AK wieder zu uns kommen möchte. Danke dir, Maurice, auf jeden Fall. Wir sehen dich gleich zum Quiz nochmal. Vielen Dank. Ich dachte, ich warte, bis ihr fertig seid mit Reden, aber das ist mir eingefallen, dass ihr beide streamen. Ja, das würde nie passieren mit Maurice. Musst ihn schubsen. Nee, aber ich find's gut. Also ich hab's gesehen und dachte, irgendwo Wein vor Honor leise. Aber du weißt doch auch eher ein bisschen schlechtes Gewissen, oder, Team, oder? Bei den Pferden auf jeden Fall. Ja, der Rest wird ja bezahlt.
Also hoffe ich. Stimmt, die wussten, worauf sie sich einlassen. Wir haben jetzt noch was. Ja, was richtig geheim ist jetzt. Was so geheim. Und weißt du, was das Beste ist? Es ist vorher nicht geleakt. Nee. Ja, es ist so aufregend, weil ihr wisst das ja normalerweise, wenn wir Ankündigungen haben und wir hören das ein bisschen vorher, damit wir es vorbereiten können, freuen wir uns und machen alles fertig und die Webseiten auch. Boah, wir machen ein geiles Video, geilen Artikel und dann kommt irgendwo mit so einer Kartoffel aufgenommen, ja, irgend so ein blödes Video von einem Logo und alle wissen, was los ist. Die Person könntet ihr jetzt sein. Wenn ihr eure Kartoffel dabei habt, könnt ihr jetzt die Aufnahme machen. Aber das Gute ist, wir revealen das ja jetzt öffentlich. Und ja, dann kann es nicht mehr leaken, quasi. Nee, dann können wir es nicht mehr leaken, aber ihr seht das jetzt, wir sehen das jetzt zum allerersten Mal. Ich sage auch gar nicht, was es ist. Schaut es euch einfach an. Ey, wie cool ist das? Aquapark Tycoon. Da weiß man direkt, was einen erwartet. Und auch im Chat habe ich gerade schon gelesen, ihr seid auch hyped. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich vor allem, dass wir euch beide hier jetzt zu Gast haben. Sydney Murphy und Konstantin Kronfeldner aus dem Entwicklerteam. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns sehr. Ja, hi. Schön, dass wir hier sein können. Die Katze ist aus dem Sack. Wie geht's euch? Ja, ein bisschen zappeln die Hände, sage ich jetzt mal. Echt? Ja, schon glücklich aufgeregt. Kannst du mir vorstellen, aber gerade im Chat, was ich lese, sehr positiv. Und wir wollen noch ein bisschen drüber quatschen. Vielleicht zuerst könnt ihr euch noch mal selber vorstellen, was ihr überhaupt im Entwicklerteam macht, denn von Aquapark. Möchtest du anfangen? Ja, sure. Ja, ich bin Sydney, wie gesagt, bin Art Lead. Also vor allem 3D-Modelle, Texturen. Mhm. Also für den cuten Style verantwortlich. Ja, genau. Sehr schwierig zu treffen, also muss man ja auch bei einem Tycoon-Spiel nailen, sage ich mal. Mhm. Ja, das ist jetzt in den letzten Wochen erst entstanden, wirklich dieser Stil, aber ja, wir freuen uns sehr drauf. Ja, total. Also ich bin Konstantin, hi. Ich bin Game Director, das heißt, ich bin so für die Gameplay-Mechaniken zuständig und schaue, dass die ganze Vision halt so erfüllt wird, wie die Vision nochmal sein soll, genau. Mhm. Ja, also ich finde die Idee mega. Ist auch sofort, man weiß sofort, was einen ungefähr erwartet. Wie kamt ihr denn drauf? Also was hat euch dazu bewegt zu sagen, wir brauchen ein Tycoon-Spiel, aber statt Freizeitparks machen wir jetzt einen Wasserpark? Naja, für mich liegt es tatsächlich ziemlich nahe. Ich habe mir damals gedacht, es wäre doch toll, wenn man irgendwie mal so ein Tycoon-Game für so ein... Ich bin generell Tycoon-Game-Fan einfach, ja. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es gibt doch Tycoon-Games für die altbekannten Freizeitparks, es gibt Tycoon-Games für Hotels, es gibt Tycoon-Games für Gefängnisse, ja. Und dann habe ich mir gedacht, wieso gibt es eigentlich keine Tycoon-Games für ein Schwimmbad, als ich mal im Schwimmbad war? Weil ich habe diese Rutschen gesehen überall und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch toll, ja. Und dann war das eine Idee, die wir halt auch bei der Ideenfindung im Team mal vorgebracht haben und das Team war einfach sold dann. Das war quasi ein No-Brainer. Wir haben ein bisschen Recherche betrieben, haben ein bisschen drüber meditiert und haben dann gesagt, okay, wieso gibt es das eigentlich noch nicht? Wir haben nichts dazu gefunden. Also, ja. Ja. Wirklich abgefahren einfach. Stimmt, ne? Ja, das ist so auch mein Gedanke gewesen, wo ich dann irgendwie dachte, ja klar. Das also, macht Sinn. Wo ist der Haken? Also ich frag mich so ein bisschen, gibt es da irgendwas, was wir noch nicht sehen oder so? Aber ich bin eigentlich sehr positiv eingestellt, was die ganze Geschichte angeht. Aber vielleicht darauf gleich zu sprechen zu kommen, gab es denn irgendeinen Haken? Also was waren die Herausforderungen quasi von eurer Seite aus? Inwiefern muss man da anders denken als bei einem Freizeitpark, wenn man jetzt an einen Wasserpark denkt?
Also eine Sache, die man natürlich beachten muss, ist, bei einem Freizeitpark hast du halt natürlich die krassen Achterbahnen. Ja? Das Äquivalent dazu sind beim Wasserpark natürlich die Rutschen. Ja. Rutschen bieten aber nicht unbedingt genauso viel Komplexität wie jetzt zum Beispiel Achterbahnen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir wollen halt mehr Customizability für die Rutschen und wir wollen auch Komplexität an anderen Stellen dann mit einführen. Also zum Beispiel über die Pools, die Ausstattung der Pools, ja. Also die ganzen anderen Attraktionen einfach noch ein bisschen vertiefen. Ja? Wir wollen auch so ein richtiges Spa-Paradise machen können mit Saunas und Wellness sowas. Also im Prinzip das, was man halt aus so einem typischen Thermenparadies einfach auch kennt. Ich habe eine Frage zu euren Rutschen. Also ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber wenn ich solche Rutschen benutze, ich habe grundsätzlich, irgendwann bleibt man hängen und dann dreht man sich so halb und dann hängt man ungefähr so in der Rutsche und dann kommt man nicht mehr raus. Gibt es bei euch auch? Ist das eine Mechanik? Es muss eine Mechanik werden. Also da, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, oder? Ich schreib's nicht. Ja. Irgendwo. Das ist die eine Rutsche, das ist doch perfekt. Ja, schon? Ich habe immer Angst vor den Dingern, deswegen dachte ich frage mal. Und andere Frage, habt ihr Pommes? Schwimmbad Pommes. Auf jeden Fall. Schwimmerpommes, ja, auf jeden Fall. Schwimmerpommes ist wichtig. Mit diesem bisschen mehr Salz als normal, aber es war einfach geil. Ja, das ist das erste Essen, was wir da mit rein. Ja, tatsächlich, der erste Essenstand, den man bauen kann, ist ein Pommes. Also ja, von daher, ja. Das ist ja wundervoll. Perfekt. Dann brauche ich gar keine Rutschen. Ja. Ich frage mal das, was ihr euch alle fragt, sowieso. Was ich dachte eigentlich, was du fragen willst, aber wie formuliere ich Pommes das jetzt? Pommes sind wichtig. Absolut. Also, kann man Sachen bauen, die jetzt nicht unbedingt sicher sind, absichtlich? Ja. Man kann ein Schwimmerbecken bauen mit 45 Grad und die Leute haben dann ihren Spaß oder sowas. Ja, man kann auch Rutschen bauen, aus denen die Leute dann davonfliegen. Also kurz gesagt, ja. Ja, okay. Wichtig. Ich war aber auch, ich war tatsächlich auch mal in einem Wasserpark, wo das auch so war, also in einem echten. Das sind auch wirklich Leute. Also die Rutsche ging mit einer Falltür los, sagen wir es mal so. Ah, fantastisch. Das kannte ich auch vorher nicht. Euer vorheriges Spiel Avorion, das war ja ein richtiger Hit auf Steam. Was habt ihr da so mitgenommen aus der Entwicklung? Also konntet ihr da, weil ihr macht ja jetzt was anderes, was sehr anderes sogar. Ja. Aber habt ihr trotzdem was mitgenommen, irgendwelche Learnings, so, wo ihr gesagt habt, das setzen wir jetzt bei Aquapark auch um? Auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist, einfach so früh wie möglich mit der Katze aus dem Sack Community mit einbinden. Die Spieler wissen es oft am besten. Ja? Und deswegen wollen wir einfach aktiv mit der Community dieses Spiel entwickeln. Das ist uns ganz wichtig. Das haben wir bei Avorion schon gemacht. Haben wir an manchen Stellen vernachlässigt, bitter bereut, haben wir dann wieder nachgebessert. Diesmal wollen wir es richtig gut machen. Das heißt dann auch Early Access, wenn es soweit ist? Oder? Das werden wir sehen, okay. Ob es ein Early Access Release wird oder nicht. Wenn es einer wird, dann wird es einer. Blöde gesagt, wir wollen eigentlich auch nicht, es soll nicht am Early Access liegen, dass wir die Community mit einbinden in die Entwicklung, sondern das wollen wir auch bereits vor einem Release machen, also vor einem potenziellen Full- oder Early Access Release. Wo kann man euch da jetzt am besten erreichen, wenn man jetzt den Trailer gesehen hat, wenn man hyped ist, wenn man sagen will, ich will auf dem neuesten Stand bleiben? Das kann man natürlich auch bei GameStar, aber gerade auch mit euch in Kontakt treten, Feedback geben und. Da hätten wir unseren Discord-Server. Ja. Der soll ja irgendwo eingebunden sein, ne? Ja, genau. Ah, okay. Irgendwo gibt es einen Link, habe ich gehört. Der steht schon im Chat und ist sogar oben angeheftet. Ja, fantastisch. Da kann man schon mal anfangen. Ja. Und über einen Wishlist auf Steam freut ihr euch sicher auch. Wishlist auf Steam ist sowieso die absolut beste Hilfe, die ihr uns geben könnt, wenn ihr uns supporten wollt. Ist ja auch aufregend jetzt. Also normalerweise veröffentlicht man ja den Trailer und dann guckt man, wie die ganzen Reaktionen online sind. Und jetzt haben wir euch hier einfach festgesetzt und ihr könnt noch... Wir haben keine Ahnung, Also deswegen, ich bin ein bisschen nervös, wie es jetzt ankommt. Aber ihr seht ja, der Chat ist super happy und ihr könnt ja auch einfach jetzt schon einfach ein paar nette Sachen im Discord hinterlassen. Und wenn ihr dann wieder zurückkommt von der Bühne, ist schon voll die Party bei euch im Discord. Das wäre natürlich das Beste. Das wäre das Beste. Da sehe ich unseren Chat. Ja, vor allem haben wir euch ja auch morgen nochmal dann ausführlich bei uns im Stream. Das heißt, auch hier, Chat, könnt ihr jetzt schon euch Fragen überlegen. Hier haben wir ja leider nur kurze Zeit. Aber morgen können eure Fragen dann auch an die beiden gestellt werden. Und dann
können wir noch viel mehr rausfinden über das, was ihr so vorhabt. Ich habe noch eine offizielle Frage. Ja, klar. Ist das Merch? Noch nicht. Aha. Aha. Nein, das ist unser Maskottchen und das ist El Graco. Bitte? El Graco heißt er. Oh, mhm. Ich habe es irgendwie verstanden und dachte so, nee. Der ist die Inspiration für vieles im Spiel. Ja, cool. Und unser Trailer. Ich muss euch auch echt ein Kompliment für den Trailer machen, weil wir uns auch vorher halt so gefreut haben, so das Coolste an so Reveals ist ja immer, wenn man vorher so ein bisschen rätselt, okay, was könnte das für ein Spiel sein, was ist es so? Und dann haben wir da gerade drüber gesprochen bei uns auch im Büro und dann kam euer Trailer und wir haben ihn halt angeguckt, der ist ja genau das. Also erst fragst du dich so, hä, wird das jetzt irgendwie ein Survival-Spiel, so ein Open-Water-Floß-Ding? Und dann zoomt es raus und du siehst, ah, okay, cool, das ist ein Tycoon-Spiel. Habt ihr sehr witzig gemacht. Ich nehme an, Humor wird dann auch wieder sehr wichtig sein im Spiel, ne? Schon. Also jetzt nicht übertrieben oder so. Es soll ja... Man muss ja das Management-Klientel auch ansprechen. Ja, genau. Für verschiedene... Aber schwierige Balance, stelle ich mir vor, ne? Aber wir wollen auf jeden Fall ein gutes Stück Humor reinbringen. Also wir wollen auch keine total bierernsten Spiele machen. Mhm. Das kommt dann vor allem bei Animationen halt vor, wenn man ein bisschen die Gäste zuschaut, was die so machen. Also gibt es dann wahrscheinlich kleine Easter Eggs. Kann man auch eine Wasserrutsche in First Person rutschen? Aber sicher. Da werde ich persönlich dafür sorgen, dass das geht, ja. Auf jeden Fall. Die 3 Stunden Wasserrutsche. Inklusive Drehung, dass man sich dann verkeilt in der Wüste. Ja. Ich will der Gast sein, der dann da drin steckt. Alle von oben reinkommen. Oh, Hilfe. Mit Pommes in der Hand währenddessen. Mit Pommes, ja. Das klingt großartig. Das ist der perfekte Sonntag eigentlich. Ich habe jetzt richtig Hunger auf Pommes, ne? Ich glaube, es gab hier irgendwo welche. Irgendwo gibt es hier Pommes. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr cool. Ja, dann vielen lieben Dank euch beiden. Wie gesagt, das war nur für heute. Morgen gehen wir nochmal ins Detail. Überlegt euch jetzt schon Fragen, Chat. Enttäuscht mich nicht. Und geht in den Discord. Ja, geht in den Discord und unbedingt bei Steam Wishlisten, wenn euch Aquapark Tycoon interessiert. Das ist ein Riesending, ne? Also das... Supportet dann durch den Algorithmus euch, dass ihr da irgendwie mehr vorgeschlagen werdet? Oder was? Wie der Algorithmus genau funktioniert, weiß ja keiner. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Aber wir wissen auf jeden Fall, dass mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall immer gut ist. Also wenn ihr uns supporten wollt, auf die Art und Weise könnt ihr es euch am besten tun. Ja. Cool. Dann war es uns eine Ehre, dass ihr das Spiel bei uns vorgestellt habt und revealed habt. Vielen lieben Dank. Und mir war es eine Ehre, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Na gut, dann würde ich mal jetzt meine Mutter zitieren und sagen, so. Ja, es geht weiter jetzt. Denn wir sind, wenn ich meine Karten richtig gelesen habe, schon am Ende. Wir sind echt schon am Ende, es ne? Es ist schon einfach vorbei. Das ist mir richtig leid. Aber bleibt einfach gemütlich hier sitzen. Okay. Ja, wir machen dann einfach noch mal kurz jetzt hier Sendung zu Ende und dann... Also gleich müsst ihr kurz weg, weil es kommt noch ein bisschen was, aber dann... Also das waren ja jetzt... Eine ganze Menge Spiele. Das waren viele, ja. Also, ich weiß gar nicht, wie viele, ich habe gar nicht mitgezählt. Mehr als 2 und es war unsere allererste Find Your Next Game Show. Das stimmt. Es war so aufregend, aber es hat geklappt, wie schön, wie schön. Es war sehr aufregend und es interessiert uns natürlich auch sehr, wie es euch gefallen hat, weil wir haben es zum ersten Mal gemacht. Das heißt, gebt uns gerne über die üblichen Kanäle euer Feedback, was wir noch anders oder besser machen können fürs nächste Mal. Vielleicht ist das ja was, was wir ein bisschen etablieren können, weil es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und es war auch im Vorfeld echt irgendwie eine coole Arbeit, dann wirklich so ein paar coole Reveals drin zu haben und wirklich mal richtig neue Sachen zeigen zu können, wo wir sonst ja meistens drauf reagieren. Also euer Feedback, sehr, sehr wichtig für uns, gebt uns das sehr gerne. Und wir danken natürlich auch allen Entwicklerinnen und Entwicklern, euch und allen anderen auch, die heute bei uns auf der Couch waren und die von zu Hause neues Material geschickt haben, damit wir euch coole Premieren liefern konnten. Also dickes, fettes Danki an euch und natürlich auch an euch. Ich wusste, Dankeschön. Ich wusste, dass du Danki einbaust in das Ganze. Natürlich auch ein großes Dankeschön an die ganze Organisation hinter den Kulissen.
Wir nennen jetzt, glaube ich, keine Namen, weil das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Ihr wisst, wer ihr seid. Bei uns im Team vielen lieben Dank an alle, die irgendwie mitgearbeitet haben. Viele sitzen auch gerade und gucken uns zu. Das ist unser aller Ding gewesen und nur durch unser aller Mitarbeit konnte es auch so schön werden, wie es war. Ansonsten natürlich auch vielen Dank an die Kollegen von Nerdstar, die hier hinter der Bühne sitzen und die Regie geführt haben. Das war auch fantastisch. Und natürlich auch an die Cactus, dass wir es hier machen durften zum allerersten Mal. Und an euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Genau, bei uns geht's jetzt weiter. Wir sind nämlich noch nicht fertig, deswegen müsst ihr leider doch von der Couch. Wir aber auch, weil Julius und ich sind jetzt gleich auch fort, denn es geht hier weiter mit dem Mittelalter-Quiz. Da stellen sich Maurice und Tobias Stolz Zwilling einander im Duell. Das Fiese daran ist, dass, stimmt, Daniel ist auch noch dabei, Daniel moderiert, ne? Daniel ist moderiert. Der Quizmaster. Genau, genau. Und Maurice und Tobi stehen sich gegeneinander im Ring. Das ist Deutsch. Gut, dass das passiert am Ende der Show. Ist einfach, mein Deutsch verschwindet jetzt einfach. Ist okay. Es ist okay, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Einfach auf den letzten Metern gestolpert. Also so gleich stolpern wir auch noch, wenn wir von der Bühne gehen, so richtig unhandlich. Falls ihr euch fragt, wer Maurice ist, den kennt ihr. Falls ihr euch fragt, wer Tobi ist, das ist der PR-Manager von Warhorse. Die machen Mittelalterspiele. Das heißt, der muss sich ja wohl damit auskennen. Und wir sehen dann, wer besser ist. Die Person, die quasi ein Lord ist in einer Reinkarnation oder die Person, die Spiele über Lords macht. Und ich würde sagen, schaltet außerdem natürlich gerne auch in den kommenden Tagen ein, denn hier auf dem Gamestar-Kanal geht es natürlich weiter mit Find Your Next Game. Jeden Tag, also Samstag und Sonntag noch ab 10. Wir haben noch viele weitere Spiele. Wir haben noch mehr Infos zu Spielen, die ihr heute gesehen habt, wie gesagt. Wir haben aber auch spannende Talks. Wir haben Live-Gameplay für euch, unter anderem, wie gesagt, noch mit Pioneers of Pagonia. Und wie gesagt, wir beantworten all eure Fragen, die euch jetzt vielleicht zu den Titeln auf der Zunge liegen. Da können wir dann gerne noch mal der Zunge brennen? Nee, auf der Zunge liegen, sagt man schon, ne? Unter den Nägeln brennen oder auf der Zunge liegen. Ja, richtig. Alles. Das heißt, da gehen wir dann morgen auch noch mal ganz ausführlich drauf ein. Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz kurze Umbaupause. Und dann sehen wir uns hier auf der Bühne noch mal wieder zum großen Mittelalter-Quiz mit Daniel, Tobi und Maurice. Also unbedingt dranbleiben und vielen Dank.